Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Jo, heute geht es weiter hier mit unserer Höchstgeschwindigkeitsstrecke Hannover-Dresden oder Dresden-Hannover. Je nachdem, wie rum ihr guckt. Und ja, heute werden wir den Formschluss auf jeden Fall hinkriegen und dann auch mal eine kleine Testfahrt machen. Weiß nämlich selbst noch nicht genau, wie wir das mit Dresden erstmal weitermachen. Der Zug wird erstmal in Dresden enden. So, und hier müssen wir jetzt irgendwie dann sehen, dass wir da parallel nachher zukommen. Wie macht er das sogar schon? 250. Das ist gut. 250. So. Zack, und daran. Sollen wir natürlich jetzt den Hannover Bahnhof jetzt erstmal noch ein bisschen pimpen hier. Der bekommt jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein Upgrade. So. Und weg hier mit dir. Konfigurieren. Müssen wir gerade eh gucken, was wir jetzt hier für Möglichkeiten eigentlich mit diesen Dächern haben. Habe ich die, ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Diesen Hallen hier. Naja. Da müssten wir jetzt auf jeden Fall. Ich habe sowieso so einen uralten Bahnhof gebaut. Die Dächer hier kommen erstmal weg. Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn der Bahnhof jetzt überhaupt? Sollen wir mal gucken. Aber den IC, also ich möchte auf jeden Fall erstmal den IC1 hier fahren lassen. Der IC4 fährt jetzt ja in Minden. Und dann kommt hier auf jeden Fall der IC1 hin. So. Speedtracks 80 km/h. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 4 sind 32. 320 Meter ist er nur lang, der Bahnhof. Das ist jetzt aber nicht so lang. Da müssen wir länger werden. Ich weiß nämlich gerade sogar mal gucken, wie lang der ICE ist. Aber der ist definitiv länger als 320 Meter. Jetzt sind wir bei 360 Metern. Ich glaube, 360 könnte gerade so reichen. Aber jetzt hier. Oh. Was denn das? Freunde der Sonne hier. Dann haben wir den Tra-Probleme, wenn wir den Bahnhof bauen. So. Ist sowieso irgendwie ein anderes. Auch eine ganz andere Textur hier unten. Das ist irgendwie hier schwarz. Und bei dem Bahnhof ist es in so einer Steinkante. Das ist jetzt irgendein Grafikbug oder? Naja, egal. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie lang der ICE ist. Wo haben wir denn hier irgendwo ein Depot? Hier haben wir ein Depot. Elektrisch. Ach, das ist er ja, ne? Genau. Ja, jetzt ist die Frage. Also die neuen Variante, die ist 282 Meter lang. Oh, hätte ich gedacht, dass er so kurz ist. Und der ist 360 Meter lang. Also kriegen wir sogar den 12-Teiler da jetzt rein. Ich würde aber erstmal nur den 9er fahren lassen. Aber dann sind wir mit 360 Metern lang genug. Ist zwar 2 Meter zu kurz, aber das ist scheißegal. So. Das passt ja eigentlich soweit erstmal, ne? Ich würde jetzt aber gleich hier noch ein Gleis nebensetzen. Und dann hier auch gleich dieses Dach aufsetzen. Speedtracks. Zack, 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 zack. So. Cool wäre, wenn die Dinger irgendwann mal. Wenn es die irgendwann mal ein Curved gibt. Das wäre echt cool. Man dann auch mal so ein bisschen was in der Kurve bauen kann und nicht immer alles so geradeaus. Dass das auch, wenn man jetzt hier nicht mehr das Terrain wegmacht, das finde ich jetzt ja abenteuerlich. Warum macht er das denn nicht mehr? Wir denken, neues Feature. Was ich nur noch nicht als Feature erkannt habe. Keine Ahnung. Naja, okay. So, dann jetzt das Dach. Plattform.
Ach so. Das sind bestimmt die Plattformen. Die falschen genommen. Keine Ahnung, was das jetzt für Plattformen waren, die ich da jetzt verwendet habe. Aber ist ja auch egal. So, kommt jetzt hier die Bogenhalle drauf. So. Damit die Leute auch bei Regen nicht nass werden, auch wenn es hier im Spiel keinen Regen gibt. Aber man weiß ja nie, ne? Oh, das war jetzt dumm. Das war dumm. Das muss in der Mitte, muss das weg. Da kann ich es noch nicht löschen. Muss ich schon so löschen. Zack, und da oben drauf. So, haben wir noch hier einen wunderschönen Glaskasten uns gebaut. Das sollte die Leute doch auf jeden Fall freuen. Maltool. Bisschen breiter hier, den ganzen Kladderadatsch. Aber hier ruhig. Dass wir das Gras hier rausbekommen. So. Das ist aber schon ein sehr cooler Bahnhof hier. Sehr eigenwilliger Bahnhof. Naja. So, dann geht das jetzt hier weiter. Im Prinzip können wir jetzt hier direkt so drauf gehen. Mal gucken, wo wir dann hier eine Weiche reinsetzen. Die dann auch funktioniert. So. Und dann da drauf. Dann hätten wir eigentlich, rein theoretisch, hätten wir das jetzt schon fertig. Müssen natürlich jetzt mal gucken, dass wir in Dresden hier hinten, wo die hier zusammenkommen, noch eine Weiche reinsetzen. Also irgendwo hier hinten. Machen wir das aber in diese Geschwindigkeitsrichtung. Mit 160. Perfekt. Passt, meine Freunde. Passt. Wackelt und hat Luft. So, also hier ganz außen kommt jetzt der ICE an. Bin ich ja mal gespannt, wie wir gleich die Testfahrt machen. Wie das sich dann auswirkt. Oh. Weggescrollt hier. So. Dann einmal. Nee, halt. Erstmal mal die Linie. Die Linie ist von Dresden ganz bis nach Hannover. Die soll natürlich dann noch weiterführen. Das ist ja klar. Brauche ich euch nicht erzählen. Sondern wir gucken, wo kommt der jetzt hier an. Nein, auf dem Gleis soll er nicht ankommen. Der soll in Dresden bitte auf Gleis 13 einfahren. Oh. Ah, macht er jetzt aber. Perfekt. Dann brauchen wir natürlich jetzt mal noch ein paar Signale. Haben wir noch gar nicht gesetzt. Signale, Signale, Signale. Hier ist irgendwo die Weiche, ne? Da. Autosave. Mach schneller. So. Und dann gucken wir mal. Lass mal erstmal nur einen fahren. Das sollte erstmal reichen. Die Strecke ist ja noch nicht so lang. Man sieht, bräuchte ich da noch keine Signale, aber früher oder später brauchen wir sie eh, dann können wir sie jetzt schon setzen. Wir haben jetzt ja auch hier unsere Underground Station. Bin ich mal gespannt, wenn wir da gleich voll durchbrettern, wie sich das dann, wie sich das auswirkt. Performance technisch wird sowieso viel unter Tage laufen hier bei dieser Strecke. Weil es ja auch sehr hügelig hier hinten alles. So, da könnte man schon fast wieder die großen Brücken nehmen. Das kommt wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal anfange, hier den Kram schön zu bauen. Das dauert natürlich noch, aber irgendwann wird es passieren. So, dann ist das einmal der ICE 600 14 von Hannover nach Dresden. Perfekt. So, dann würde ich sagen, holen wir uns das Geschleuder mal. Kaufen. Zack, ab auf die Linie. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt mal die Mitfahrt. Machen wir die Musik aus. Machen wir die Musik aus. Jetzt wollen wir uns ja mal hier. Okay, alles klar. Jetzt wollen wir erstmal wieder hinfliegen zur Lok.
Weil irgendwie ist hier nämlich kein Kamerapunkt. So. Ich halte mal meine Klappe. Genießen wir mal gerade die Mitfahrt, meine Freunde. Jetzt bin ich ja mal wieder überfragt, warum er jetzt abbremst. Das ist genau das gleiche wie vom hinten.
Da wird er auf einmal auch langsamer. Warum auch immer. Die Kurve ist auf jeden Fall nicht zu eng. Warum fährt er da auf einmal nur noch 150? Versteh's nicht. Keine Ahnung. Durch den Bahnhof ist er noch schön mit 250 durchgenagelt. Und dann reduziert er auf 150. Verstehe ich nicht, warum. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, das gleiche Problem habe ich in Minden ja auch. Da habe ich ja alles abgerissen. Die kompletten Schienen, Tunnel, alles weggerissen und neu gebaut. Steht ja auch dran, dass er 250 fährt. Aber er tut's nicht. Und es liegt auch nicht an der Signalsetzung, dass die Signale so dicht aneinander sind, dass er der übernächste rot ist und er dann schon automatisch anfängt abzubremsen. Die Signale wurden komplett entfernt. Es gab keine Signale, der konnte also komplett frei durchballern. Da kommt uns was entgegen, wäre natürlich schön. Jo. Da kommt der Intercity nach Minden. Oder? Ja, ist Intercity. Hoffentlich haben wir Sound. Jo, wir hatten sogar schönen Sound. Sehr gut. Finde ich, klingt richtig geil. Dieses Tschum, 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 Tschum. So, und wir sind dann auch in Hannover angekommen. Oh, hier stehen ja schon ein paar Leute. Krass. Cool, wir wollen auf jeden Fall hier direkt nach Dresden. So wahnsinnig viele standen jetzt hier nicht. Irgendwie ist der Bahnsteig höher, kann das sein? Der hat ja auch die etwas andere Textur, aber der ist doch höher. Das wäre natürlich nicht schlecht. Na gut, ist eh weit von ab. Naja, es passt schon. 11 Leute, immerhin. Hätte ich ja nicht gedacht. Jetzt können wir aber nochmal vorsichtshalber gucken. Nicht, dass ich ja wirklich vielleicht irgendwie was falsch gebaut habe. Aber ich meine, ne, seht ihr, es geht durchgängig mit 250 hier durch. Keine Ahnung, warum er dann abbremst. Ob er einen Reh gesehen hat oder eine Fledermaus im Tunnel oder keine Ahnung. Wir werden es wohl nie erfahren. Hier oben ist übrigens ein Flugzeug. Man hört es zumindest, man sieht es nur gerade nicht. Da ist es. Eine Lufthansa-Maschine auf dem Anflug Dresden. Den gönnen wir uns jetzt auch noch. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt durch die Bäume durchfliegen. Ich habe eigentlich da ein bisschen was weggerissen. Lufthansa Starlines Library und jo. Geht jetzt ja gerade runter. Die nehmen wir auch keinen. Doch, der 3 Passagiere immer dabei. Cool. Ja, die habe ich einfach jetzt nur dahin gemacht, damit hier mal ein bisschen irgendwas fliegt. Damit die Flughäfen auch ein bisschen was zu tun haben. 2 Stück, es fliegt noch eine normale Lufthansa. Also das ist ja auch eine normale Lufthansa. Aber in der Standardlackierung auch eine A320-200, glaube ich, ne? Ja, A320-200. Und, ja. So, jetzt gleich stellt er sich dann auch anders an. Jetzt geht die Nase ein bisschen nach oben. Nicht quasi in so einem Sturzflug. Jetzt haben wir die normale Lande... Landeneigung. Müssen wir aufpassen, dass wir hier jetzt rumkommen. Und ich habe die Bäume hier schon weggenommen. Easy. Easy. Passt doch richtig gut. Und das ist ja auch der längere Flughafen. Da sieht ihr jetzt gleich, wie schön lange die hier drauf rollt. Das ist eigentlich nicht so abrupt wie auf den kürzeren. Und der beim Starten beschleunigt auch ziemlich lange. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber hier wartet zumindest schon mal keiner. Ja, haben wir das auch gesehen. So, dann haben wir jetzt den ICE bis nach Dresden. Wir haben den Airport City Train Minden Dresden Flughafen. So, Dresden kommt langsam und wird auch immer mehr. Leipzig wächst wie bekloppt. Man sieht's. Das geht ja hier einfach nur nach oben durch die Decke. Die Leute benutzen auf jeden Fall jetzt hauptsächlich den Tunnel. Oder halt auch da hinten rum, das ist ja in Ordnung. Das kann sich ruhig ein bisschen aufteilen. Aber der Hauptverkehr fließt hier unten durch. Perfekt, so haben wir das Problem auf jeden Fall auch gelöst. Gut, meine Freunde, dann war das heute jetzt eine etwas ruhigere Folge, würde ich mal sagen.
Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Abo da. Würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.